Ihr Lieben, nach langer Zeit endlich mal wieder ein Video von mir. Es tut mir leid, aber wie gesagt, manchmal ist einfach die Luft raus und man hat nicht so die Ideen und ja, aber jetzt ist es wieder soweit. Ich bin wieder da und ich hoffe, ihr freut euch. Vielen Dank für all eure Geduld und dass ihr mir in der Zeit treu geblieben seid. Ganz lieben Dank dafür. Ja, was machen wir heute? Wir basteln eine Karte und ich möchte die Zeit nutzen, um eines der neuen In-Color-Farben von Stampin' Up! Zu benutzen. Ich bin ehrlich, ich habe nicht alle der In-Colors gekauft, weil ich einfach denke, ich bin ebenso, ich kaufe nur das, was mir wirklich gefällt. Und unter den neuen Farben sind 5 Stück an der Zahl, sind es genau 3, wo ich sage, wow, und 2. Ich sage, nee, ist nicht so meins. Aber das ist immer wieder Geschmackssache. Ihr kennt das ja von euch. Und ja, wenn ihr die mögt, kauft sie. Wenn nicht, dann eben nicht. Heute arbeite ich mit der Farbe Boho Blau. Eine sehr, 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 sehr schöne Farbe. Und dazu habe ich mir eine Karte überlegt, ja, die im Prinzip ziemlich schnell geht. Und ja, möchte ich euch nicht länger vorenthalten. Dazu benötigt ihr erstmal euer Falz- und Schneidebrett. Und schneidet euch ein Stück Farbkarton in Grundweiß zurecht. Auf 29 cm. Na, meine Kamera stellt sich mal wieder unscharf. Aber das kennt ihr ja von mir. Also auf 29 cm. Zentimeter. Mal 10,5 Zentimeter. Und jetzt könnt ihr aus einem Bogen 2 Grundkarten machen. Ich brauche jetzt nur eins, weil ich ja nur eine Karte gestalten möchte. Lege mir jetzt hier die lange Seite einmal in das Brett wieder rein und falze jetzt an der langen Seite bei 14,5 cm. Das könnt ihr euch dann direkt falzen und schön mit dem Falzbein nachziehen. Dann benötigt ihr noch, habe ich schon zurechtgeschnitten, eine Mattung in Boho-Blau mit 14 mal 10 cm. Das kommt dann hier später drauf. Und ihr benötigt noch einen Aufleger in Grundweiß mit den Maßen 13,5 mal 9,5 cm. Die 2 Sachen lege ich jetzt erstmal zur Seite. Die brauchen wir erstmal nicht, denn wir widmen uns jetzt diesem Aufleger. Da könnt ihr das jetzt so lassen oder wie ich, wenn ihr es habt, diese wunderschöne Stanzform benutzen. Die nennt sich gesticktes Laub. Vielleicht habt ihr die ja noch aus dem alten Katalog. Und die sieht so aus. Und das Ganze legen wir jetzt hier drauf und tun das einmal durch die Falz- und Nee, Quatsch, nicht Falz und Träger, durch die Stanzmaschine einmal durchstanzen. Ich mache das mal eben und bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Das habe ich jetzt einmal gemacht. Ziehe mir das Ganze ab und jetzt seht ihr, habt ihr dieses wunderschöne Stickmuster hier auf dem Aufleger drauf. Und wie gesagt, wenn ihr das nicht habt, müsst ihr nicht machen. Das geht auch wunderbar ohne das. Ich fand es halt ein. Ja, es macht das nochmal so ein extra Ding. Ja, okay. Wenn ihr das habt, nehmt ihr euch ein Schmierblatt und das Stempelkissen in Boho-Blau und einen Pinsel, so einen Verblendepinsel. Und jetzt macht ihr das so, dass ihr in die Farbe geht. Jetzt habt ihr ja da Farbe dran. Schmiert das erstmal auf euer Schmierblatt und dann streicht ihr das vorsichtig auf euer Aufleger drauf. Und zaubert somit einen wunderschönen eingefärbten, ja, Rand.
Das könnt ihr so machen, wie ihr denkt. Wenn ihr sagt, oh, ich möchte ein bisschen stärker, dann macht es ruhig ein bisschen stärker. Das ist überhaupt kein Ding. Also je nachdem, für was eure Karte dann auch sein soll, ne? Da guckt ihr einfach mal, was euch gefällt oder wie es euch am besten gefällt. Ihr könnt ja auch erstmal ein Papier nehmen und das erstmal üben, ne? Weil ihr dürft das wirklich nicht mit viel Druck machen. Ganz vorsichtig. Und wie gesagt, geht nicht direkt auf das Papier drauf mit dem Pinsel, dann, wenn ihr die Farbe aufgenommen habt, weil sonst habt ihr dann so ein Flatschen und dann sieht es unschön aus. Ne? Ich mache meine in den Ecken jetzt ein bisschen dunkler. Könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Toll, oder? Dann braucht ihr ein Stempelset eurer Wahl. Ich habe mich dieses Mal für das heimeliges Licht entschieden. Ein wunderschönes Stempelset, wie ich finde. Und da benutze ich jetzt diese drei Stempelabdrücke. Die habe ich mir jetzt auch schon einmal hier aufgezogen auf meine Stempelblöcke. Und jetzt gehe ich mir hier in meine Stempelfarbe rein. Und da müsst ihr mal gucken. Die neuen Stempelkissen sind immer sehr, sehr saftig. Drückt erstmal die so ab und guckt, ob das euch gefällt von der Stärke, wenn das Kissen noch zu nass ist. Da könnt ihr gerne hier so ein Taschentuch oder ein Kleenex oder wie auch immer nehmen. Tupft einmal hier so ein bisschen rein, dann habt ihr das Gröbste oder das Stärkste an Farbe einmal da dran. Und wenn er dann reingeht, habt ihr eigentlich ein schönes Stempelergebnis. Ja, und das gebe ich mir jetzt hier auf mein Projekt. Dann nehme ich den ersten und den zweiten Abdruck. Dann mache ich mir den Stempel natürlich gleich sauber und nehme mir den zweiten zur Hand. Das ist dieses Motiv. Auch hier mache ich erstmal einen Probestempel. Und da nehme ich jetzt den zweiten Abdruck. Und gehe dann einmal so rundherum. Und den dritten, das ist dieses Motiv. Hier mache ich erstmal meine Probe. Abdruck. Und auch hier nehme ich den zweiten. Ich finde, der hat einen ganz besonders schönen Abdruck, weil der hat, ihr seht das auch hier, ne? Der ist so ein bisschen wie aquarelliert. Seht ihr das? Der ist nicht ganz eingefärbt oder der ist halt so gemacht, dass da so ein paar wie so Lücken sind. Seht ihr das? Hier. Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter, finde ich.
So, haben wir es. Das kann jetzt erstmal beiseite. Stempel gleich sauber machen. Schmierblatt kann dann weg. So, und wenn wir das gemacht haben, nehme ich mir den passenden Stampin' White Marker dazu in Boho Blau. Das ist dieser hier. Den gibt es in einem 5er Set mit allen In-Color Farben, die es jetzt da neu gibt. Da ist natürlich jetzt auch das neue Kupferbraun und wartet, wo habe ich ihn hin? Da ist er, der wilde Weizen. Also das sind die beiden, wo ich sage, muss ich jetzt nicht unbedingt haben hier in meinem Stempelkissen-Repertoire. Von daher reichen mir jetzt dann auch hier diese Stampin' White Marker. Mit denen kann man übrigens auch, dann nimmt man einfach hier diese Pinsel. Seite. Da könnte man jetzt hier auch die gewünschten, na, sag schon, Stempel einfärben. Haucht das an und stempelt das dann einmal auf. Und dann hat man da auch ja, ein Stempelmotiv. Jetzt, wo ich das so abgestempelt sehe, finde ich es doch ganz schön. Oh mein Gott, also es kann auch wirklich täuschen. Okay, dann wird das wahrscheinlich jetzt doch noch bei mir einziehen. Ich weiß es aber noch nicht genau. Verrückt, ne? Aber sag mal, die Farben, ich denke, jetzt machen wir den auch noch, damit ihr das auch mal seht. Das war jetzt der wilde Weizen, glaube ich. Ja, genau. Und das ist jetzt der Kupferbraunton. Ja. Sieht doch schön aus. Oh, war ja. Na gut. Ihr habt mich erwischt. Ich werde mir das jetzt doch bestellen. Ja, so kann man seine Meinung von jetzt auf gleich ändern. So ist das im Leben, ne? Das ist manchmal echt verrückt, ja. Okay, die sieht wirklich schön aus, oder? Was sagt ihr? Ich kann mir vorstellen, das im Herbst dann gut mit Blätterstempeln zu vereinen. Sehr, sehr, sehr schön. Gut. Okay, machen wir mal weiter. Was ich eigentlich machen wollte, ist mit meinem Boho Blau. Mit der Pinselspitze hier ein paar Farbsprenkler drauf zu machen. Und das mache ich hier wieder mit meinem Blasebalg. Und zwar puste ich mir da einfach ein paar so Sprenkler aufs Papier. Von den Ecken auskommend. So, das reicht schon. Jetzt fragen bestimmt sich wieder viele, wo ich das her habe. Das war mal von Amazon. Ist schon ein paar Jahre her, da habe ich das gekauft. Das ist von Tim Holz. Hier steht es auch drauf. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da. Tim Holz. Und das ist einfach so ein Blasebalg für diese Stifte. Gibt es mittlerweile aber auch von anderen Firmen. Macht euch da einfach mal schlau im Internet. Ja, wie gesagt, jetzt haben wir hier unsere zarten Sprenkler drauf. Und wenn ihr das gemacht habt, dann könnt ihr euch das schon auf eure Mattung kleben. Bisschen zittrig, ich weiß auch nicht. So, und dann nehme ich hier meinen Farbroller, sage ich, meine Walze, meine Farbwalze und drücke mir das richtig schön fest. Und das Ganze kommt jetzt hier auf eure Grundkarte einmal drauf.
Meine Karte soll sich dann später so öffnen können. Ihr könnt die auch so nehmen, dass es sich nach oben öffnet. Dann müsst ihr einfach mal schauen, wie es euch am besten gefällt. Jetzt müsst ihr gucken, wie euch eure Motive am besten gefallen, wie ihr es aufgestempelt habt, wie ihr das dann sozusagen aufklebt, in welche Richtung euch das halt eben gefällt. Ich wiederhole mich. Sieht beides eigentlich schön aus, ne? Ich mache es jetzt so. Das setzt ihr euch dann einmal hier schön mittig auf. Und auch das schön andrücken. Der Kleber kann weg. Ja, und was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich ein Spruch. Und da habe ich mich auch für dieses Stempelset Heimeliges Licht entschieden und für den Spruch: Nimm dir Zeit zum Träumen. Hierfür brauche ich natürlich jetzt einen Stempelblock. Dann nehme ich jetzt den wieder. Und jetzt könntet ihr das hier einmal aufstempeln oder auf ein separates Stück, so ein Restpapier, was ihr da so habt, und stempelt euch das einmal da drauf. Im neuen Katalog wird es nämlich von Stampin' Up! Ein ganz tolles Sprüche-Set, Stempelset geben. Und dazu ein passendes Stanzformen-Set. Lasst euch da mal überraschen. Und da könnt ihr euch einen ganz, ganz tollen Effekt zaubern, den ich euch jetzt zeigen werde. Der geht natürlich auch per Hand. Aber wie gesagt, sei schon mal so viel verraten, dass es da was ganz Tolles geben wird. Lasst euch mal überraschen. Das, was wir jetzt hier gestempelt haben, das schneiden wir uns jetzt aus. Das mache ich mit der Schere. Ihr könnt euch bestimmt jetzt denken, was ich meine. Ihr habt es bestimmt, wenn ihr große Bastelfans seid, bei anderen Demos schon gesehen, was ich jetzt gerade gemeint habe, was es da so geben wird. Ja, es wird ein Stanzformenset geben, wo ihr die Sprüche, die es passend zu einem Stempelset geben wird, ausstanzen könnt, so wie ich es jetzt gerade mit der Schere mache. Ja, ihr könnt das mit der Schere machen, dauert dann halt ein bisschen länger. Oder eben mit dem besagten Stanzformset. Lasst euch überraschen, das ist wirklich toll. Ich habe es aber noch nicht da. Guckt mal. Cool, oder? Ja, das dreht ihr euch jetzt um und nehmt euch hier so ein paar Dimensionals. Ich nehme da die Minis zu. Passen optimal, und wenn es nicht passt, dann schneidet ihr euch einfach das passend. Na, das sind immer diese Ränder, wo ich immer finde, hier könnten noch zwei Waben dran, ne? Könnte man so gut nutzen, aber diesen Rand muss man ja auch nicht wegschmeißen, der klebt ja auch. Und dann mache ich das immer so, dass ich das da einfach abschneide, mir zurechtschneide auf die Größe und Länge, wie ich es gerne haben möchte. Und nutze das natürlich dann auch hier für meine Projekte, ne? Also bitte nicht wegschmeißen. Das ist alles. Bastelmaterialien sind teuer. Seid also nicht verschwenderisch. Nutzt alles, was ihr nutzen könnt. Das lege ich euch immer wieder gerne ans Herz. Und haben wir da eine Lücke? Ach komm, dann machen wir auch noch was rein. Bräuchte da eigentlich nicht, aber ich bin ein Monk. Naja. Ist ja jeder irgendwo ein Monk, ne? So, jetzt ziehe ich mir hier die Folien ab, die Schutzfolien. Und dann entsteht da diese Klebeschicht, ne? Ihr kennt das. Ja, und dann könnt ihr den Spruch nehmen und auf euer Projekt setzen.
Das könntet ihr jetzt mittig machen oder wie ich es machen werde, so ein bisschen versetzt. Da müsst ihr halt mal schauen, wohin, oben oder unten. Ich kann mich ja immer nicht entscheiden. Guck jetzt mal in die Kamera, wie es am schönsten wirkt. Auch so ein kleiner Tipp, immer mal richtig das wirken lassen. Wandert über euer Projekt und schaut einfach, wie es für euch am schönsten ist. Und wenn eure Hand im Weg ist, nehmt gerne so eine Pinzette. Auch da kann man das so schön platzieren, sage ich immer. Ach, sieht überall schön aus. Ich glaube, das mache ich hier unten hin, oder? Komm, wir machen es hier unten hin. Zack. Und schon klebt es. Ja. Und das Ganze jetzt noch so ein bisschen aufzuwerten, benutze ich hier so ein paar. Schauen wir mal, was wir so haben. Entweder können wir Glitzis nehmen oder hier diese Schmetterlinge, die würden auch ganz gut sich da drauf machen. Dann habe ich noch hier dieses Set. Wie nennt sich das? Nee, das ist das nicht. Das ist ja das. Diese hier. Das sind die Blau- und Grüntöne. Die könnte man jetzt super hier verwenden. Die zum Beispiel, die würden mega gut passen. Oder nehme ich mal so einen Schmetterling. Ich nehme mal einfach hier einen kleinen und halte den hier so dran. Sieht schön aus, ne? Das würde auch schön aussehen mit diesen Fächerdesignen, nannten die sich. Genau, Fächerdekor in Gold. Würde auch super passen. Harmoniert super gut mit dem Boho-Blau. Nehme ich jetzt aber nicht. Dann könntet ihr auch hier solche Perlen nehmen. Schaut mal. Auch schön, ne? Ist immer schlimm, wenn man so viel da hat. Und man sich dann nicht entscheiden kann. Aber den Tipp gebe ich euch auch immer sehr gerne mit. Testet euch das aus. Ich nehme jetzt hier die Schmetterlinge. Das war eben meine erste Idee. Schön, oder? Ihr habt ja bestimmt auch jede Menge solcher Accessoires zu Hause. Da testet einfach. Macht's, wie ich es gemacht habe. Nimmt so ein Piekswerkzeug. Hier könntet ihr auch hier einen Aufhebhelfer nehmen. Da ist ja auch so ein Piekwerkzeug dran. Könnt ihr auch super mitarbeiten. Und da einfach mal ein bisschen spielen. Ja, ihr Lieben, was man jetzt noch machen kann, ich mache das jetzt aber nicht, weil ich möchte nicht, dass es zu überladen wirkt. Ihr könntet da jetzt noch mit so ein paar, was gibt es denn? Wie heißt es denn? Hoppala. Das zum Beispiel, diesen Schimmerglanz könntet ihr verwenden, könnt da ein paar Punkte drauf machen. Oder was gibt es denn noch? So Nuvo Drops. Na, die könnte man jetzt noch da einbringen. Aber das ist wieder jedem selbst überlassen. Schaut einfach, was ihr da so da habt, mit was ihr arbeiten könnt. Und dann wandelt es einfach so um in eurem Stil, wie ihr es toll findet. Ups, 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 ups. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Ja, das ist jetzt die Variante in Boho-Blau. Dann habe ich natürlich noch vorbereitet für euch eine Variante in dem wunderschönen Malbeton. Auch die neue In-Color-Farbe. Wunder, wunderschön. Und da habe ich hier dieses Fächerdesign in Gold genommen. Schön, ne? Und dann habe ich noch eine Karte vorbereitet. Eine Trauerkarte. Und habe da dieses Kieselgrau verwendet. Und das sieht dann so aus. Und so kann man eine Karte
ganz schnell und einfach umwandeln, ne? Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen, für, ja, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, für eure Treue, dass ihr immer für mich da seid und mir so, so liebe Kommentare immer unter meine Videos schreibt. Freue mich jedes Mal sehr darüber und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Tschüss, sagt eure Claudi aus Heiligenstadt.